paar Leute hier sind, obwohl es zwischenzeitlich Kaffee gab und Kuchen. Und ja, man sieht es schon auf dem Beamer, wir reden jetzt über, oder wir lassen reden über die deutschen OpenStreetMap Development Server. Also sprich, wenn ich mal was ausprobieren will und mein Rechner wird mir zu klein, kann ich dahin? Weiß ich nicht. Das wird jetzt gleich der Pascal uns mal anfangen zu erzählen. Und wir machen das ein bisschen lockerer als in einem Vortrag. Das heißt, wenn zwischendrin eine Frage ist oder jemand irgendwie was sagen will, dann soll er mal kurz winken, dann kommen wir mal rum beim Mikro und dann versuchen wir so ein bisschen auch einen Dialog rauszumachen. Und auch Jochen und vielleicht auch ich grätschen ab und zu mal rein, wenn es irgendwie was zu erzählen gibt, was da Pascal falsch aufgeschrieben hat oder so, kann ja passieren. Und dann denke ich, gebe ich das Wort einfach mal weiter und wir fangen direkt an. Vielen Dank, Peter. Also ich habe so 11 Folien immer vorbereitet oder zusammengestellt. Ich muss dazu sagen, ich bin selbst kein Administrator von den Kisten. Mich hat es einfach nur mal interessiert, was für Server hat Deutschland oder OpenStreetMap Deutschland. Und was kann man damit überhaupt machen? Das heißt, was bringt uns dieser Vortrag? Ich habe einfach mal versucht, einen Überblick zu geben. Was haben wir für Server? Was läuft momentan da drauf? Wo sind Engpässe? Wo können Leute gebraucht werden? Oder wo könnten Leute beim Unterstützen helfen? Was dieser Vortrag nicht zeigen wird, ist, wenn ihr jetzt irgendwelche technischen Fragen habt, also wenn ihr jetzt genau wissen wollt, ob das Tool, an dem ihr gerade arbeitet, ob das Tool auch auf dem Dev-Server läuft oder auch nicht, die Fragen kann, glaube ich, also ich auf jeden Fall nicht beantworten, bei den anderen, beim Peter und beim Jochen weiß ich es nicht. Aber ansonsten ist es ganz klar so, dass der Sven Gekkus, der leider heute im Urlaub ist, die Frage definitiv beantworten wird, weil er der Administrator von den Servern ist. Das heißt, hier mal ein kleiner Überblick, was haben wir überhaupt für Server in Deutschland oder was für OpenStreetMap Dev-Server in Deutschland haben wir zur Verfügung. Zum einen sind 3 Server von Strato freundlicherweise gesponsert. Die laufen, denke ich, auch in dem Strato-Rechenzentrum. Das heißt, die haben eine sehr gute Anbindung, sind 3 normale Quad-Core-Rechner mit doch schon ganz ordentlichen 16 GB Arbeitsspeicher und ausreichend Festplattenplatz. Was jetzt neu hinzugekommen ist, hier unten, ein eigener neuer Server, der auch erweiterbar ist, auf den jetzt vor allem das Teilrendering neu aufgezogen werden soll für Deutschland. Das heißt, insgesamt haben wir in Deutschland 4 Dev-Server zur Verfügung. Was läuft wo? Ich habe mal hier versucht, so den kleinen Überblick zu verschaffen, auf welchem Server derzeit was läuft. Das heißt, auf dem einen Strato-Server läuft momentan TechWatch. Ich denke mal, die meisten kennen TechWatch. Das ist ähnlich wie vom Jochen das TechInfo. Nur, dass vom Jochen das wahrscheinlich einen Bruchteil von den Ressourcen braucht, was TechWatch braucht. Das heißt, TechWatch ist ein sehr schönes Statistik- und Analyse-Tool, was die Anzahl der in OpenStreetMap verwendeten Keys anzeigt, sag ich mal, für jedes Land. Und da kann man sich sehr schöne Informationen rausholen. Des Weiteren läuft auf dem Gauss-Server auch die Berechnung von den Garmin-Karten, die vermutlich viele von euch benutzen. Der Mercator ist ein anderer Strato-Server, der wird jetzt durch den neuen Server frei. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall schon mal einen neuen Dev-Server. Der Humboldt ist der dritte von den 3 Strato-Servern. Das ist ein Produktionsserver, das heißt, da läuft ein WMS, also ein Map-Mapping-Service mit Luftbildern für Deutschland. Des Weiteren läuft da der deutsche OSM-Block drauf. Und vom Jochen das Tech-Info läuft auch da drauf. Der Bessel, das ist der neue Teilserver, da ist der Sven gerade dran, das am Einrichten und ich gehe mal davon aus, dass das in den nächsten 1-2 Wochen fertig werden wird. Und ich sehe, der Jochen möchte mich noch ergänzen irgendwo. Genau, mir ist gerade noch eingefallen, es gibt noch josm.openstreetmap.de, wo die ganze Josm-Entwicklung draufläuft, Ticketing-Server, SVN und all diese Sachen für den Josm, wo auch der Josm sich die Plugins herholt und was weiß ich. Das läuft, ich glaube, im Moment noch auf dem Mercator, aber soll auch auf den Bessel umgezogen werden. Vielleicht ist es auch schon umgezogen. Also der Bessel hat quasi die Sachen vom Mercator übernommen und deswegen wird er jetzt frei und da kann man so ein bisschen umschichten. Also auf der Folie ist nochmal ein Gesamtüberblick zu sehen, was alles für Services auf den deutschen OSM-Servern läuft. Also ich habe es schon erwähnt gehabt, das Tech-Info, Tech-Watch, die ganzen Garmin-Karten, des Weiteren laufen noch ein Relation-Analyzer da drauf, Gosmore-Maps, Static-Maps und noch für Monav laufen auch noch Sachen da drauf. Und es gibt sicherlich noch weitere Projekte, die auch noch da drauf laufen, wo ich aber nicht direkt Informationen darüber gefunden habe. Das heißt, mal so ein paar allgemeine Regeln zu den Servern, wenn ihr Interesse habt, einen Account dafür zu bekommen. Das heißt, ganz wichtig, der Server wird von der Community betreut und ist für die Community. Das heißt,
des Weiteren, die Software, wenn ihr welche darauf laufen lassen wollt, muss Open Source sein. Des Weiteren sind die Server eigentlich dafür vorgesehen, dass ihr damit experimentieren könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Tools schreibt, die zum Beispiel 24 Stunden laufen oder dann vielleicht mal mehr als 4 GB Arbeitsspeicher brauchen, die man zu Hause nicht unbedingt auf dem Rechner hat, dann kann man das sehr gerne auf den Dev-Servern machen. Ganz klar muss man aber dazu sagen, da es Entwicklungsserver sind, hat man natürlich keine 99,9% Verfügbarkeit und jeder ist selbst für seine Backups zuständig. Das heißt, wenn dann doch mal irgendwas schief läuft und von euch Daten, die 3 Wochen prozessiert wurden, weg sind, dann müsst ihr euch selber drum kümmern. Des Weiteren, ganz klar, unter der URL da unten und im OSM-Wiki findet ihr noch viel mehr Informationen darüber. Das heißt mal zu den Servervoraussetzungen noch, was ich darüber gefunden habe. Ganz klar, alle Server sind Linux, also das heißt, wenn jemand von euch einen Windows-Rechner benutzt, muss er Linux lernen. Man tut sich mit den Servern über eine SSH-Konsole verbinden und tut dann quasi alle seine Tools über die Konsole auch dementsprechend ausführen. Wenn ihr irgendwelche Software braucht, die standardmäßig nicht auf den Rechnern installiert ist, ist es so, dass da, so hat es zumindest im Wiki gestanden, die freundlichen Administratoren euch sehr gerne helfen, diese Software entsprechend noch nachzuinstallieren. Ansonsten ist es natürlich ganz klar, wenn ihr irgendwelche Tools schreiben oder irgendwelche Tools schreibt oder Ideen dafür habt, die Arbeit an sich müsst ihr natürlich selbst machen. Es ist nicht so, dass ihr jetzt sagt, ihr habt eine Bombenidee und ihr sucht jetzt mal 5 Entwickler, die das auf den OSM-Servern für euch machen. So funktioniert das Ganze nicht. Pläne für die Zukunft, was ich so ein bisschen rausgehört habe oder erfahren habe. Es ist ganz klar so, dass es teilweise sehr rechenintensive Prozesse gibt, die auf den Servern läuft und da wird versucht, das in Zukunft auf mehrere Server zu verteilen, dass die sich gegenseitig abwechseln. Ansonsten ist es so, dass der neue Server wohl nicht über so eine gute Bandbreite verfügt wie die anderen Strato-Servern. Das heißt, das Hosting ist momentan noch ein bisschen kritisch. Also wenn jemand von euch an der Universität arbeitet und sich durchaus vorstellen könnte, dort einen OSM-Server für die Community hosten zu können, kann sich jederzeit gerne bei uns melden. Insbesondere ist wohl bei dem Bessel, bei dem neuen Server so, dass dem seine Anbindung nicht so gut ist wie von den anderen Servern. Wo werden dringend Leute gesucht? Die meisten von euch haben es vielleicht schon gesehen, bei openstreetmap.de haben wir auch eine eigene Karte für Deutschland, auch insbesondere mit einem eigenen Kartenstil. Und hier wäre es momentan auf jeden Fall so, dass da sehr gerne Leute für gesucht werden oder sehr dringend Leute für gesucht werden, die sich weiterhin darum kümmern, dass dieser Kartenstil entsprechend geupdatet und weiter gepflegt wird und immer mehr verbessert wird. Das mal so als ganz kleinen Überblick zu mir und jetzt können wir gerne eine große Runde starten. Ich wollte nur sagen, es gibt eine Mailingliste für Leute, die an diesem deutschen Kartenstil weiter mitmachen wollen. Ich glaube, die heißt einfach mapnik-de. Aber man sieht es dann auf lists.openstreetmap.de, da ist ja der Link zu allen Mailinglisten und da einfach gucken. Ich glaube mapnik-de at openstreetmap.de, kann man auch Archiv von der alten Liste reinschauen. Dieser deutsche Mapnik-Stil ist entstanden aus einer Bachelorarbeit von einer Studentin, die das halt mal so gemacht hat auf dem Stand von vor 1,5 Jahren oder so und hat halt damals sich den aktuellen englischen Stil genommen und hat das alles umgesetzt auf so, wie man das halt sozusagen in Deutschland oder Festland Europa erwarten würde von der Farbgebung her. Aber seitdem ist halt an dem Stil nichts passiert, während der Originalstil sich ständig weiterentwickelt und deswegen sucht der Sven da halt eigentlich oder hoffen wir, dass sich da ein Team findet, was so ein bisschen den Stil jetzt auf dem Laufenden hält, ja. Also ganz kurz, das war jetzt so von meiner Seite der Versuch, innerhalb von 12 Folien mal zu zeigen, was mit den deutschen OSM-Servern so überhaupt los ist oder was für Ressourcen wir zur Verfügung haben. Und jetzt wollte ich eigentlich allgemein so die Runde ein bisschen starten, ob ihr vielleicht noch Fragen habt oder der Jochen möchte noch was sagen. Ja, gleich. Das klang jetzt gerade so ein bisschen so, als ob man da irgendwie wahnsinnig viel Arbeit in diesen deutschen Kartenstil reinstecken will. Aber da sind ein paar Leute, die da konkret im Moment dran arbeiten. Das heißt, wenn man sich da dranhängt, muss man nicht alles selber machen, aber man kann vielleicht hier und dort ein bisschen was helfen. Wäre ein relativ einfacher Einstieg vielleicht in diese ganze Kartenstyling-Geschichte, wenn da jemand Interesse hat. Ich wollte zu dem Hosting noch was sagen. Das mit dem Hosting ist immer so ein bisschen ein Problem, weil je nachdem, um welchen Server es geht und welche Dienste und sowas,
wenn wir so einen Teilserver haben oder sowas, dann ist er durchaus in der Lage, eine 100-Megabit-Verbindung dicht zu machen. Oder so einen Garmin-Download-Server mit den gigantischen 4 GB großen Garmin-Karten oder sowas. Das ist also nicht was, wo jemand sagen kann, ah, ich habe ja so eine 16 Megabit DSL-Verbindung zu Hause und die brauche ich eigentlich selten oder so. Ja. Könntest du was zur Traffic-Gebrauch sagen? Also wenn man jetzt an Unis... Oh, danke. Könntest du mal ganz kurz was zum Traffic sagen? Sprich, wenn man jetzt an Unis rantreten wollte... Die wollen ja auch irgendwie zumindest mal irgendwie das einordnen können. Das wäre jetzt, glaube ich, ganz sinnvoll. Also ich habe jetzt auch keine aktuellen Zahlen zum Traffic oder sowas. Das hängt eben davon ab, auch genau, was dann nachher drauf läuft und so weiter. Aber wenn da jemand kommt und sagt, hier so eine 10-Megabit-Leitung, dann würde ich gar nicht erst anfangen, mit dem zu reden. Das lohnt sich einfach nicht. Ja? Also letztlich, wir brauchen irgendwie 100 Megabit oder sowas. Na, bei dem anderen haben wir jetzt 40 oder was. Ich weiß es nicht genau. Die haben das ein bisschen gedrosselt, weil die hatten Angst, dass wir das ihnen zu sehr platt machen oder so. Damit kann man natürlich auch schon mal was anfangen, ja, aber irgendwo so der Server, der noch in der Ecke steht und zur Verfügung gestellt, das reicht halt nicht, sondern die müssen sich darauf einstellen, dass da viel Traffic gemacht wird. Und wir stehen also ein bisschen vor dem Problem, wir haben bei Strato haben wir beliebig viel Traffic frei, aber die Server sind halt nicht so wahnsinnig dick. Einen Teilserver drauf betreiben geht einfach nicht. Das schaffen wir nicht weltweit, die OSM-Daten weltweit in dem eigenen Kartenstil anzubieten. Das geht auf einen 16 GB Server, geht das nicht mehr. Und das heißt, wieder? Also es gibt sicher viele Sachen, die man machen könnte und hier und dort noch tricksen und so weiter, aber beim Caching hast du das Problem immer mit Updates, ja, du willst die Teils auch irgendwann löschen und wieder updaten und so weiter. Also das ist so ein bisschen schwierig, wir haben bei Strato haben wir beliebig viel Traffic, aber die Server sind nicht so wahnsinnig stark, wir haben aber ja mit eigenem Geld und Spenden und so weiter diesen anderen Server gekauft, der sehr schön dick ist und viel kann, der jetzt aber an der Stelle steht, wo er nicht so wahnsinnig viel Traffic machen kann. Das ist also ein bisschen so das Dilemma. Das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte ist aber, irgendjemand muss sich um all diese Dinge kümmern. Ne? Und das ist eigentlich das, was am meisten krank. Grundsätzlich wäre da Hardwarekapazität noch da, um Dinge zu machen, aber es muss sich jemand drum kümmern. Und der Sven kann das auch nicht alles alleine verwalten und so. Darf ich da einsteigen oder gibt es noch Fragen? Warum gibt es Begrenzung, diese Begrenzung deutsches Development Server? Dürfen Teilnehmer aus anderen Ländern auch teilnehmen? Es gibt nicht so viele Leute, die entwickeln können und entwickeln. Ja, dieses, kann ich was zu sagen? Das Deutsch bezieht sich einfach daraus, dass das über den FOSGIS organisiert ist und von der deutschen Community organisiert ist. Das heißt nicht, dass da nicht andere Leute auch drauf können. Es gibt von der OSMF organisiert in England, wo die anderen Server stehen, da gibt es auch Development-Server, die zur Verfügung stellen. Das ist also eine andere Möglichkeit, wo man vielleicht hingehen. Die Wikipedia hat auch Server, wo man vielleicht hin, sind auch schon einige Leute hingegangen. Es gibt auch andere Leute, die bei irgendwelchen Firmen oder sonst wo an anderen Stellen Orte gefunden haben, wo sie unterkommen können. Und hier geht es ganz klar darum, das Deutsch bezieht sich nicht auf die Leute, die es benutzen, sondern nur die Community, die das trägt. Und das ist halt die deutsche Community mit dem FOSGIS-Verein, die das organisiert hat. Und das kann grundsätzlich jeder verwenden. Also ja, wenn jetzt jemand kommt aus Chile und auf unseren Server will, dann kann er das grundsätzlich schon machen, wenn er sich an die sonstigen Regeln hält. Ein Ding, das man natürlich dazu sagen muss, ist, dass die Kommunikation bezüglich dieser Server auf Deutsch passiert. Das heißt, wenn jetzt jemand aus dem Ausland teilnehmen möchte, dann wird eben die meisten Abstimmungen, die da passieren, werden an ihm vorbeigehen. Im Gegenzug dazu bieten wir eine Plattform für Leute, die vielleicht des Englischen nicht so mächtig sind. Also es gibt da durchaus Programmierer, die sich zwar zutrauen, geile Sachen zu programmieren, aber die vielleicht ein Hemmnis haben, in einer Fremdsprache zu diskutieren. Und für solche ist das natürlich eine Anlaufstelle. Ach so freundlich bist du. In die Richtung so ein bisschen geht auch meine Frage. Also gibt es einen groben Plan oder was stellt ihr euch vor, in welche Richtung das gehen kann? Also für uns ist klar, hast du ja selber auch gesagt, das Problem ist nicht unbedingt die Hardware, sehe ich ähnlich. Auch das Ausbau der Hardware sehe ich eigentlich gar nicht als das Problem, weil Sponsoring, ich glaube, bei der derzeitigen Projektgröße und Publicity funktioniert. Was ich als Problem ebenfalls sehe, ist diese Administrationsgeschichte.
Nun stellt sich die Frage, wir haben auch gesagt, es gibt halt verschiedene Plattformen, es gibt die Wikipedia, auf die man ausbrechen kann, es gibt die OSMF mit ihren Servern. Gibt es da Ideen, dass man sagt, okay, lass uns die doch zusammenfassen und wir kaufen sozusagen oder wir ermöglichen es den Administratoren sozusagen ein bestimmtes Zeitkontingent sozusagen pro Monat in die Administration der Maschinen zu stecken? Sprich, wir bezahlen sie, sie machen das sozusagen halbtäglich. Ich weiß nicht, wie das bei der Wikipedia läuft, um ehrlich zu sein. Ich denke aber mal, die haben ja auch ordentlich Kisten, dass die finanziert werden. Da könntest du vielleicht was zu sagen. Ja, oder halt ein Gegenmodell. Also soll jetzt jedes, weiß ich nicht, soll jetzt jedes Land sich irgendwie 5 Maschinen hinstellen und da irgendwie lokal soll jeder hobbymäßig. Ich glaube, du verlangst ein bisschen zu viel. Also nein, keiner hat da einen Masterplan. Wir haben alle keinen Masterplan, sondern das ist alles irgendwie so, ja, wir gucken halt mal, was irgendwie geht. Und das ist, also ich glaube, wir dürfen nicht versuchen, jetzt das mit allen zu koordinieren. Wir kriegen schon untereinander nicht richtig koordiniert, diese Dev-Server häufig. Und das jetzt auch noch mit anderen Leuten koordinieren zu wollen. Ich finde es ganz gut, dass wir diese Pluralität haben. Also dass wir ein paar Server betreiben, dass sie in England ein paar Server haben und hier und dort gibt es welche, das macht es manchmal ein bisschen schwieriger für jemanden rauszufinden, wo er denn jetzt vielleicht hingehen soll. Andererseits haben auch verschiedene Leute verschiedene Ansätze, wie man was angehen kann und wenn es beim einen mal nicht so, irgendwie gar nicht so klappt, dann geht man halt mal woanders hin und die haben irgendwas. Und letztlich ist das so, wie das ganze Projekt funktioniert und man macht halt hier und dort mal, jeder macht, was er kann und stimme ich dir zu? Die Frage ist aber nur so. Ja, ich weiß nicht, ja, okay. Stimme ich dir vollkommen zu. Gut, dann schränken wir es vielleicht ein, aber wie ist denn der Plan für Deutschland? Also ich verstehe es vollkommen, wenn Sven irgendwo sagt, ich kann nicht so viel Zeit reinstecken, wie ich vielleicht möchte oder ich möchte vielleicht auch gar nicht mehr Zeit reinstecken. Wir haben aber selber gesagt, eben Maintenance ist wichtig. Also klar, nicht 99,99999% Verfügbarkeit, aber wenn irgendwas mit den Servern ist und er der Einzige ist, der sich drum kümmern müsste, ist er sozusagen der Gekniffene. Und aus der misslichen Situation, glaube ich, wäre es gut, wenn wir ihn da irgendwie rausholen. Also gibt es B, Leute, die freiwillig sagen würden, okay, wenn er mich da einführt, würde ich da mitmachen? Ist das gewünscht? Ja, weiß klar, ich auch auf nicht. Jeden Fall. Also es gibt keinen Masterplan, das ist einfach so, die Leute, die es machen, die entscheiden, wie es funktioniert. Und wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ich kümmere mich darum, oder irgendjemand anders hier, der hier sitzt und sagt, hey, das finde ich toll, das will ich unterstützen, da will ich mitmachen, dann macht es bitte einfach. Da müsst ihr letztlich auch, gut, da gibt es schon so ein paar Sachen. Natürlich, wenn man irgendwie das Root-Passwort irgendwann haben will, dann muss man schon irgendwie mit uns reden. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, oh, wir wissen ja gar nicht, was auf diesen Servern läuft, dann kann er auch einfach mal damit anfangen, ins Wiki reinzugucken, was da drin ist und die Leute anzuschreiben, die da behaupten, dass sie da Services drauf laufen haben und fragen, ob die noch laufen. Und wenn die nicht laufen, dann die aus dem Wiki rauszulöschen. Also es gibt genug Aufgaben, die man einfach so angehen kann, indem man einfach damit anfängt. Und das ist letztlich die einzige Möglichkeit. Es gibt keinen Masterplan. Es gibt ein paar Leute, die hier und dort mal was gemacht haben und beigetragen haben. Ich bin da einer davon. Aber ich kümmere mich da auch nicht viel um diese Server, sondern habe da halt ein bisschen noch meinen Schärflein an einer Ecke mal beigetragen. Und das haben viele andere auch getan. Und darauf läuft es hinaus. Also da braucht es einfach auch Leute, die koordinierend eingreifen und die auch so ein bisschen über das eigene Projekt hinausschauen. Jetzt das ist auch noch so ein bisschen problematisch, dass viele halt irgendwie so in ihrer Ecke machen, programmieren irgendwas, sagen keinem was davon. Und ein bisschen möchten wir ja eigentlich auch eine Community sein. Wir hatten auch gehofft, dass es mehr Leute gibt, die, weil es eben auf einem gemeinsamen Server läuft und nicht auf ihrer Ecke irgendwo zu Hause, dann ein bisschen miteinander in Kontakt kommen und sagen, ach Mensch, du hast ja was Tolles gemacht, kann ich das vielleicht mitnutzen oder sowas. Und das ist aber leider sehr, sehr wenig passiert. Du sagst ja selber, wir haben keinen Masterplan. Peter, du bist ja bei der Wikipedia, so ein bisschen jedenfalls. Ich? Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Hast du einen Überblick, wie die das machen? Ganz konkret die Frage. Also ich habe einen Überblick davon, wie es vor einiger Zeit war, sagen wir so. Und ich weiß aber auch, dass da einige Sachen auch schwierig sind. Also da ist es so, dass sie ein Cluster haben mit vielen Servern. Ich habe keine Zahl, es sind etliche. Also man kann sie, glaube ich, nicht mehr in einer Hand abzählen, die zusammen so einen Verbund bilden von Servern, mit denen man arbeiten kann. Es sind halt einige, die spiegeln die Datenbank der Wikipedia und von der englischen Wikipedia und einige, die spiegeln halt andere Sprachen. Und dann gibt es ein, zwei Server, auf denen man halt auch selber entwickeln kann. Und es gab seinerzeit dann auch einen Server mit einer OpenStreetMap-Datenbank, wo man drauf zugreifen kann.
Ich glaube, das ist auch noch immer so. Es gibt diesen Server mit der Datenbank. Man kann sich auch da einen Account beantragen und sagen, hier, das ist mein Projekt. Ich werde so und so viel RAM, CPU, Festplatte brauchen und ich kann das daheim nicht machen, weil. Und dann bekommt man dort Zugang zu auch so einem Development-Server und hat dann eben auch die Ressourcen zur Verfügung. Hat da schönerweise halt sowohl die OpenStreetMap-Datenbank als auch die Wikimedia-Datenbank zur Hand. Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass der Fokus immer darauf liegt, dass die Wikimedia-Tools laufen. Weil das sind, was weiß ich, 250 Developer, die Wikipedia-Tools machen und zwei, die machen was mit OpenStreetMap. Und wenn halt alle anfangen zu schreien, dann werden halt die 250 zuerst bedient. Das heißt, OpenStreetMap ist da zumindest vor einiger Zeit noch so Second Citizen gewesen. Es war halt nicht der primäre Zweck dieser Maschinen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Wir haben jetzt ja gesehen, ich habe jetzt in 3 oder 4 Vorträgen OpenStreetMap-Karten in der Wikipedia in den Vorträgen gesehen. Also das scheint ja schon angenommen zu werden. Vielleicht ändert sich dieser Fokus. Gerade wenn Leute hingehen und sagen, ja, ich will da jetzt folgendes tolles Tool drauf machen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht so genau, wie das da ausschaut, ob da Kapazitäten sind. Wir haben jetzt gesehen, hier ist eine Kapazität, wird jetzt frei langsam. Vielleicht, weiß nicht, Tim, möchtest du dazu was sagen? Dann gebe ich dich einfach mal. Also ich komme von toolserver.org praktisch und kann sagen, dass es im letzten halben Jahr besser geworden ist, soweit. Seitdem unser Hauptadmin da weg ist, hat sich jetzt ein Freiwilliger gefunden und der hat die Bugs behoben. Wir sind schneller geworden im Rendering und haben damit auch wieder ein bisschen Luft. Aber eigentlich jetzt auch nicht so viel. Vielleicht wird da im nächsten halben Jahr noch mal ein bisschen mehr Platz, indem einfach unsere produktiven Sachen zur Foundation in die USA wandern. Und dann kann man sicherlich auch den Toolserver wieder stärker für OSM-Development, für Spielereien auch mit einsetzen und für dergleichen. Im Moment bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend. Soweit. Ja. Gut. Ich glaube, man sieht bei den Wikimedia-Toolserver auch ganz gut, was passieren kann, wenn das Ganze ein bisschen zu groß wird. Weil das Toolserver-Cluster der Wikimedia ist verdammt groß. Also das kann einer so im Hobby halt nicht mehr pflegen. Da braucht man einen Paid-Admin, der sich da halt wirklich auch mehr Halbzeit oder Vollzeit sogar drum kümmert. Und was passiert ist, dass halt die Wege, die Kommunikationswege werden komplexer und werden länger. Und wenn ich jetzt heute sage, ich brauche jetzt aber diese Software, damit ich am Wochenende das und das ausprobieren kann, dann kann es halt sein, dass ich 2 Wochen warte, bis jemand mein Ticket sieht, bearbeitet, dann geht's halt nicht. Und dann vielleicht habe ich erst nach 3 Wochen dann die Möglichkeit, das zu machen, was ich eigentlich ausprobieren will. Und das ist manchmal halt frustrierend. Und ich glaube, das ist gerade da, weil wir eben nur 3 oder jetzt 4 Maschinen haben. Und wir haben halt einen Ansprechpartner. Und der Sven ist ja auch so ein bisschen, den kannst du irgendwie nachts um 3:30 anschreiben, ich brauche die Software. Und 10 Minuten später hat er sie dir kompiliert und sie läuft, meistens. Und das ist halt das Schöne, dass es zum Experimentieren besser geeignet ist. Und umso größer dieser ganze Block halt wird, und da kommen wir in die Ecke, wo du ja gesagt hast, wir müssen uns irgendwie organisieren, mit allen zusammenschließen, umso größer das wird, umso mehr Verwaltung brauche ich. Und die Verwaltung ist aber eigentlich konträr diesem Experimentiergedanken. Und ich glaube, mit diesen vielen kleinen Inseln, wo ich mal hier was ausprobiere und da was ausprobiere, bin ich im Endeffekt effizienter, was das Experimentieren angeht, als wenn ich einen großen Pool von 250 Servern habe, der irgendwie von einem Team von Sysadmins administriert wird. Da passiert, da bewegt sich halt nicht so viel. Machen. Genau, vielleicht zum Schluss bist du, glaube ich, eher so in die Richtung gegangen, was eigentlich meine Frage war, da habe ich mich wohl etwas ungeschickt angestellt, und zwar, ich meinte jetzt nicht unbedingt die Situation OpenStreetMap bei Wikipedia, sondern eher, wie ist die Organisation der Administratoren innerhalb der Wikipedia? Natürlich sind die ganz, ganz viel größer als wir, aber wir merken halt auch in den letzten Wochen, wir werden auch stärker frequentiert, also ich glaube, das kann wohl an keinem vorbeigegangen sein. Und ja, da wäre eben die Frage, also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass das irgendwie, dass wir sagen, okay, wir Deutschen, wir haben hier unsere 5 Server, das habe ich auch gar kein Problem. Wäre halt bloß eben die Frage, ich glaube im Wesentlichen gibt es so die 2 Wege. Das eine wäre eben, man bildet so ein Cluster wahrscheinlich, so wie die Wikipedia, man legt alles zusammen, sagt, hier haben wir halt mehr Ressourcen und wir leisten uns meinetwegen Fulltime-Admin. Das andere wäre halt irgendwie, wir bleiben so klein, aber auch da wäre es doch eigentlich gut, wenn wir irgendwie probieren da, weiß ich nicht, also ich weiß eben nicht, wo Svens Probleme sind, sag ich mal. Also bis vor kurzem, oder was heißt bis vor kurzem, ich weiß noch, letztes Jahr war das Problem, wir hatten zu wenig Rechenressourcen, das scheint jetzt, aber ich glaube, da kann, ich weiß nicht, kannst du dazu was sagen?
wie die Ressourcenauslastung zurzeit ist. Ist das ein Problem oder nicht? Da kann das, ich was ganz, zu sagen, ganz, ganz kurz. Und das Hauptproblem wird für ihn natürlich sein, die Arbeitslast, denke ich einfach mal. Da wäre das eine, dass Leute freiwillig sagen, okay, ich kenne mich ein bisschen mit Linux aus, ich wachse da rein. Und das andere wäre halt, dass man vielleicht irgendwie das probiert, mit Geld zu regeln, mal ganz grob gesagt. Ohne, dass ich hoffentlich jetzt gleich ausgebucht werde. Also, ein Kapazitätsproblem gibt es immer. Egal, wie viel Kapazität wir zur Verfügung stellen, es gibt Leute, die die ausnutzen können. Das ist bei OpenStreetMap sehr, sehr einfach. Ja, ich kann sehr einfach sagen, oh, ich will da nur so eine Karte haben von der ganzen Welt und das kann ja nicht so schwierig sein und so weiter und plötzlich sind drei Server platt. Das geht sehr schnell. Ja. Es braucht viele Ressourcen, um mit OpenStreetMap-Daten zu arbeiten. Und also das kann nicht der Maßstab sein. Ja, wir sollten sicher auch immer weiter schauen, dass man irgendwie Kapazitäten ausbauen kann. Und ist klar, OpenStreetMap wächst und das Projekt wird größer und es gibt mehr Interessenten und so weiter. Deswegen muss man gelegentlich ausbauen. Jetzt haben wir ja gerade finanzielle Mittel gehabt und dann gibt es einen neuen Server. Das kann man machen, das wird auch sicher so weitergehen. Aber das Kapazitätsproblem, wenn man es rein irgendwie auf beschränkt, wie viel Hardware da ist, dann kommt man auf keinen grünen Zweig, dann ist immer zu wenig da. Das Problem ist eigentlich die Koordination zwischen den Leuten, weil wenn man nicht genug Kapazität hat, dann muss man sie halt irgendwo, muss man einschränken, dann muss man sich einigen, muss man sagen, okay, heute darfst du halt mal was rechnen und morgen dann eben du und die Karte ist eben nicht jeden Tag aktuell, sondern nur jeden zweiten Tag oder wie auch immer. Das muss man koordinieren und das ist sehr schwierig zu koordinieren, weil die Leute sehr, sehr verschiedene Anforderungen auch haben. Manche brauchen irgendwie gigantisch viel RAM, andere brauchen nur eine schnelle CPU, andere brauchen viel Plattenplatz und jeder hat andere Anforderungen an die Hardware. Und das muss koordiniert werden, wo laufen die Dinge jetzt irgendwie und manche Sachen ist es kein Problem. Einmal im Monat brauchen die halt mal einen Tag Rechenzeit, andere müssen jederzeit laufen, weil die halt irgendeinen Service anbieten wollen und so weiter. Und das ist schwierig, das zu überblicken im Detail, wie das alles funktioniert. Das muss man halt irgendwo koordiniert bekommen und das ist so ein bisschen... Der Sven hat es versucht, aber das ist sehr, sehr schwierig, gerade wenn man viele einzelne Leute hat und keiner so richtig die Zeit hat und die Lust, sich dann einen Überblick auch zu erarbeiten. Es gibt, wie gesagt, auch viele Leute, die halt einfach irgendwas machen, was man nicht so richtig mitbekommt. Also es fehlt auch die Kommunikation zwischen den Leuten. Ich weiß nicht, ist überhaupt jemand im Raum, der auf diesen Servern irgendwas betreibt? Ja, vielleicht können wir einfach mal rumgehen und euch mal sagen lassen, was ihr da eigentlich macht und wie ihr das sozusagen, also ob ihr praktisch da, was ihr praktisch so an Problemen seht. Ja, also ich meine, ich habe das Tag-Info drauflaufen, ja, das ist das, was ich administriere und ja, das braucht halt jede Nacht irgendwie 2 Stunden oder 3, rechnet das irgendwie rum und danach läuft dann Server und ansonsten ist da nicht viel, ja. Aber das ist auch, ja, habe ich auch viel Arbeit reingesteckt, das so effizient zu machen, ja, damit es eben überhaupt so laufen kann und dass es nicht irgendwie 3 Tage läuft für jeden Update. Aber das ist eben nur, es ist eines von vielen Bausteinen da, ne? Ja, also, ja, vielleicht gehen wir gerade mal rum. Ich habe doch noch mehr Hände gesehen. Nochmal hoch mit den Händen. Jetzt ist nur noch einer, der auch was sagen will. Ja, also ich habe mich gemeldet, ich kann aber zur Technik nichts sagen, weil das mein Programmierer macht. Gut, dann sag ich das, was du sagen kannst. Gut, ja dann. Ja, also. Erzähl doch mal, was hast du für Probleme? Wir dürfen den Tool-Server nutzen für die Look-and-Listen-Map. Wir sind noch in der Entwicklung und mein Programmierer hat mir bisher keine Probleme gemeldet, aber wir sind auch noch nicht produktiv. Also ihr nutzt den Server eigentlich quasi gar nicht? Ja, aber sie hat ja auch Tool-Server gesagt. Also Tool-Server oder den OSM-Dev-Server? Nein, das ist nicht der OSM-Dev-Server. Also andere Baustelle, okay. Hat denn überhaupt jemand Probleme mit den Servern? Also jemand von denen, der sich gemeldet hat, dieses benutzen, hat denn jemand ein Problem damit? Also ich mache überhaupt gar keine großen Sachen. Das Einzige, was ich mache, ist so diesen kleinen Wiki-Bot laufen lassen, der da die lokalen Gruppen zusammensammelt. Ich habe aber in dem Zuge, dass ich eben auf den Dev-Server gezogen bin, eben auch mit Sven eben kommuniziert, wo die Probleme waren. Und die waren halt damals einfach der Ressourcenengpass. Also das eben gerade das Erstellen der ich glaube, täglichen, Frederik? Garmin täglich? Ja, ne? Nicht mehr? Egal.
Also dass eben der Ressourcenbedarf einfach gigantisch war und die Leute, wie du schon sagtest, Jochen, sich nicht abgestimmt haben und dann eben zwei Prozesse sozusagen gegeneinander konkurriert sind. Das war damals das Problem so. Und natürlich kann ich da voll und ganz zustimmen. Also Sven ist mir sehr beflissen, das möglichst schnell als auf die Reihe zu kriegen. Aber ich möchte auch niemandem zumuten, sozusagen 24/7 auf Abruf bereit zu sein. Das empfinde ich als unfair, sag ich mal. Unsere Community, also nicht unsere Community, sondern der also Sven gegenüber, scheiße. Und ja, aber Probleme an sich habe ich eigentlich nie wirklich gehabt so. Das hat sich mir als sehr, sehr schnell und unbürokratisch gelöst. Tobias? Ja, also ich hatte eigentlich auch nie Probleme. Das liegt aber vor allem wahrscheinlich daran, dass ich einfach nur einen kleinen Wiki-Parser für die Softwarekataloge im Wiki da laufen habe. Der braucht vielleicht pro Tag mal 2 Minuten lang Rechenzeit und ist dann auch schon wieder still. Also ich glaube, ich bin der Letzte, der Probleme mit einem Performance-Engpass hätte. Kannst du was zur Tag-Info? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also das läuft irgendwie, braucht irgendwie 3 Stunden pro Tag und schrattelt da ein bisschen rum, aber ich bin auch nicht auf dem Dev-Server drauf, ich bin hier auf dem Produktionsserver drauf, auf dem Humboldt. Und das heißt, ich habe diese Probleme nicht. Ja. Das ist in Ordnung, da ist nicht so wahnsinnig viel drauf. Da ist halt das WMS noch drauf, was ab und zu mal viel Last erfordert hat, wenn es gerade neu irgendwie ein Luftbilder für irgendwas neu rauskam. Ja, aber letztlich interessiert das heute keine mehr, wo wir die Bing-Bilder haben. Ist das also keine große Sache. Es braucht unglaublich viel Plattenplatz natürlich, diese riesigen Bilder, aber ansonsten macht es nicht viel. Und das Block ist da noch drauf, genau. Da gab es irgendwann mal, haben die Blog-Leute sich auch beschwert, haben wir irgendwann mal abgeschossen, weil da zu viel Last auf irgendwas anderem war. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber das Blog selber macht auch nicht wahnsinnig viel Last. Was ich auch noch früher administriert habe, jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun, ist der Tile-Server, der damals auf Mercator lief. Und das war halt die Krise, weil den haben wir erst versucht, mit der ganzen Daten der ganzen Welt zu betreiben. Dann ist uns das irgendwann an die Wand gefahren, dann sind wir auf Europa runter und dann ist das uns irgendwann an die Wand gefahren. Sprich, der kam im Update nicht mehr nach und der Server war langsam und ständig musste man eigentlich irgendwie da ran und versuchen, irgendwo hier und dort einzugreifen, um das Ding noch am Laufen zu halten. Und das war nicht sehr schön. Und ich hoffe, dass wir das Problem jetzt im Griff haben mit dem neuen Server, dass dadurch das besser funktioniert. Da ist nun wirklich so, da ist einfach die Hardware unterdimensioniert gewesen für die Menge an Daten, die bei OSM da sind. Und was diese anderen verschiedenen Server, da gibt es halt so ein paar Sachen, das TagWatch und diese Garmin-Karten und sowas, die einfach gigantisch viel Ressourcen brauchen. Und da können nicht 2 Sachen gleichzeitig laufen. Das geht halt einfach nicht. Und da müsste man sich abstimmen. Das wurde auch teilweise gemacht, aber hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser hinkriegen können oder wie auch immer. Aber dazu fehlt halt jemand, der so ein bisschen die Übersicht hat und ich meine, man kann sich das schon ganz gut vorstellen. Der eine fängt halt an, seine Garmin-Karten zu rechnen und merkt, ach scheiße, da habe ich irgendwie was falsch gemacht, bricht es ab nach einer halben Stunde, startet es dann nach dem Fehlerbeheben nochmal. Dann ist er hinten dran eine Dreiviertelstunde länger unterwegs, dann startet der andere seinen Prozess. Dann fliegt der raus, weil der Arbeitsspeicher jetzt voll ist und der Out-of-Memory-Killer löscht dann halt beendet einen Prozess. Dann ist er halt sauer, weil seine Garmin-Karten nicht fertig geworden sind und der andere, weil es nicht so schnell läuft. Und schon ist da halt Clinch da. Und dass diese Organisation, so wer läuft wann, wie teilen wir die Ressourcen, ist wirklich, das ist der Knackpunkt. Und die zweite Sache ist, dass eben auf derselben Maschine dann auch noch Web-Services laufen, die eben Daten live ins Web spielen sollen. Und wenn jetzt halt quasi einer anfängt, den gesamten Rechner komplett mit seinem Batch-Prozess unter Beschlag zu nehmen, dann wird halt der Web-Service langsam. Und dann ärgern sich halt auch Leute, warum ist das jetzt so langsam, was ist da los? Und wird halt ganz schnell wieder nach dem Admin geschrien. Und das ist halt so eine Geschichte. Ich denke, einen Weg, den man aus diesem Dilemma ein bisschen auch rausfinden kann, ist, wenn jemand sagt, okay, also ich kratze irgendwie das Geld zusammen oder ich habe irgendwie Uni, ich habe irgendwie eine Firma und wir haben sowieso noch irgendwie ein paar 100 Euro übrig im Monat, wir machen einen eigenen Dev-Server und dann aber vielleicht nur mit 3 Leuten drauf, weil dann ist die Abstimmung halt viel weniger aufwendig, als wenn ich sage, okay, ich nehme irgendwie 40 Leute oder ich nehme 150 Leute, dann muss ich mich mit viel mehr Leuten abstimmen und es geht viel mehr Aufwand für diese Abstimmung drauf, als wenn ich sage, okay, ich und mein Kumpel, wir mieten uns zusammen einen Server und machen den Dienst. Nur der Punkt ist halt, so ein großer Server kostet auch entsprechend Geld. Wenn ich also ein fettes Tool habe, dann muss ich mich an sowas wenden. Wenn es nur eine kleine Geschichte ist, dann ist es vielleicht der gangbarere Weg zu sagen, okay, wir mieten uns irgendwie mit 2, 3 Leuten zusammen was und machen das halt irgendwie im kleinen Block,
so mit weniger Abstimmung und weniger Reibung und brauchen diese fetten Maschinen nicht. Aber es geht halt nicht mit allem leider. Ich finde aber gerade bei Firmen gibt es eigentlich ein großes Potenzial, weil die brauchen die Server eigentlich nicht zu Randzeiten. Und da müsste man einfach quasi irgendwie miteinander untereinander auskommen. Im Sinn von, man gibt von der Community ein bisschen das Know-how in die Wirtschaft rüber. Also ein bisschen mehr ins Detail halt, was genau auf dem Server läuft, wie das konfiguriert wird, wie das optimiert wird, dass es dann halt für das Daily Business in der Firma wirklich schnell läuft. Und in der Nacht oder halt zu Randzeit, nur am Wochenende, wo der Server dann halt leer steht, dann ist es keine Heizung, sondern dann kann das Teil verwendet werden, zum was Vernünftiges machen. Ich stimme dem voll und ganz zu. Also da hast du absolut recht. Das wäre toll, wenn das klappen würde. Schwierigkeiten sind natürlich an der Stelle, dass ich als Firma nicht irgendwie so in die Mailingliste schreiben kann, so hey, setz mir mal einen Kachelserver auf, den brauche ich jetzt mal so. Da ist das Geschrei halt gleich ganz groß, warum soll ich das für dich machen, du kannst das doch. Ne? Steht doch im Wiki, mach's doch selbst. Aber die andere Hälfte, also gerade dieses, ja, da sind noch Ressourcen frei, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Menge ungenutztes Potenzial ist, wo man einfach sagen kann, okay, pass auf, wir machen halt auf diesem Haus machen wir irgendwie zwei virtuelle Maschinen anstatt halt nur eine oder machen drei anstatt zwei und du kriegst halt irgendwie noch 12 GB RAM dynamisch zugewiesen, wenn du sie brauchst und wenn wir ihn brauchen, sind wir halt wichtiger und dann fliegt halt ein Prozess raus. So, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das geht. Ich denke, wichtig ist an der Stelle, dass Firmen, die sich das vorstellen können, in dem Fall auf die Community zugehen können. Und dazugehen müssen, weil die Community selber, man will halt was machen, wen fragt man? Ich gehe jetzt nicht auf eine große Firma zu oder eine mittelgroße und sage, hey, könnt ihr mich mal irgendwie auf den Server schieben, weil ist die Fehlerquote viel zu groß. Wenn, dann ist der Weg eher andersrum, dass eine Firma sagt, die sagt, okay, wir haben hier Kapazitäten und wir verdienen vielleicht einen Teil unseres Geldes mit OpenStreetMap und wir würden irgendwie gerne auch was zurückgeben, dass die dann an die Community gehen und sagen, hey, ich habe hier Kapazitäten und das sind die Bedingungen, unter denen du das machen kannst und mach. Und ich bin mir ganz sicher, dass man, dass jemand, der so eine Frage stellt, wirklich in Bruchteilen von Sekunden auf der Mailingliste 10 Antworten hat von Leuten, die das gerne nutzen wollen. Weil es gibt wirklich viele Leute, die tolle Tools bauen und sie dann halt nicht produktiv bringen können, weil ihnen eben die Kapazitäten fehlen. Ich glaube, wir sind auch schon bald mit der Zeit drüber. Wir haben noch Zeit. Darf ich dazu das? Vorne die Anmeldung schließt um 18 Uhr, wer da noch Gepäck hat und möchte, dass das nicht ohne ihn oder sie übernachtet, ist dringend geraten, sich dort umgehend einzufinden und das Gepäck abzuholen. Ganz kurz noch zu dieser Firmengeschichte. Es gibt sicher Fälle, wo das funktionieren könnte. Für so einen Dev-Server sehe ich das aber nicht. Das Problem ist, da sind irgendwelche Leute drauf. Wir brauchen Root-Access auf dem Server, weil wir Software installieren müssen, die es ohne Root nicht geht. Wenn wir da in einem Firmennetz drin sind von irgendeiner Firma, irgendwelche Leute, das macht keine Firma. Wir haben das Problem jetzt im Potsdam beim Geoforschungszentrum ja auch, wo wir gehostet sind, dass die uns hinter eine Firewall gesteckt haben, wo man Sven lange mit denen verhandelt hat, wie das genau läuft und so weiter, weil die natürlich auch Angst hatten, dass wenn wir da irgendwelchen Unsinn drauf machen, dass wir plötzlich in ihrem lokalen Netz da irgendeinen Server haben, der gehackt werden kann oder was auch immer. Also von daher ist es sehr schwierig bei sowas Allgemeinem, wo so viel erlaubt ist und wo so viel läuft und wo so wenig abgesprochen wird vorher, was da genau drauf ist. Wenn man sehr konkrete Dienste hat, dann kann ich mir das eher vorstellen, wenn man also ganz konkret jemand sagt, wir wollen hier einen, was weiß ich, Routing-Service anbieten und die Firma braucht es auch und dann kann man da so eine Partnerschaft bauen oder so, muss man organisieren, könnte man aber machen, das wäre sicher interessant, also wenn da jemand Kontakte hat und Firmen hat, die dann sowas Interesse haben, prima. Für diese Sache, um die es hier hauptsächlich geht, mit so einem allgemeinen Dienst, wo heute das läuft und morgen das andere und man nicht so richtig weiß, wer da alles beteiligt ist, sehe ich das eher weniger, dass Firmen bereit wären, das zu machen. Zu den Dev-Servern nochmal. Also was ich finde bei diesen Garmin-Karten und auch bei dem TagWatch, ich finde, das gehört nicht mehr auf den Dev-Server, weil eigentlich ist das Produktion, oder? Und wenn es nicht Produktion ist, dann sollte man es abschalten, weil da wird ja nicht mehr entwickelt. Also dieses Garmin, also ich finde, das gehört auf den Produktionsserver. Ja, und dann können die zwar auch neue Sachen da entwickeln auf dem Dev-Server, aber die Hauptlast, die muss da einfach runter. Also wenn man sich überlegt, wir haben einen Produktionsserver, wo ein paar Sachen laufen, dann gehört da auch, finde ich, das Garmin-Zeug drauf.
Und dann wäre ja schon einiges weg. Und das kann man auch Leuten besser verkaufen, dass wir vielleicht einen neuen Server, einen Produktionsserver brauchen für Garmin. Weil das wird ja immer mehr kommen. Also die Leute wollen ja immer mehr Garmin-Karten ziehen. Also da sollte man vielleicht strikter trennen, ab wann eine Sache Produktion ist und wann Entwicklung. Gut, mich interessiert einfach mal, wie teuer ist so eine Anbindung an so einen Stratos-Server, wenn man das mieten würde. Weiß das jemand? Also diese Stratos-Server sind ja gesponsert von Strato und das ist irgendwie, zumindest damals, als wir das läuft jetzt seit 2,5 Jahren oder sowas, als wir das gekriegt haben, waren das also die besten Server, die im Angebot hatten. Und ich glaube, die haben irgend sowas 200-300 Euro oder sowas im Monat gekostet, einer davon. Ja. Wobei wir auch speziell noch mit denen geredet hatten, die haben normalerweise eine Traffic-Beschränkung drin, die sie für uns nicht drin haben. Das ist also nur begrenzt vergleichbar und die Preise sind jetzt eben auch ein bisschen älter. Aber das geht so in diese Größenordnung, also ein paar hundert Euro, je nachdem, wie die Server genau ausgestattet sind. Wie gesagt, nach heutigem Standard sind die auch nicht so super toll ausgestattet. Heute wird man natürlich größere Prozessoren und mehr RAM und so weiter kriegen. Es geht also letztlich, wenn man so Root-Server mietet, dann kann man für ein paar hundert Euro kann man da schon sehr, sehr gute Server für bekommen. Und es geht nicht um gigantische Geldmengen. Es sind schon Sachen, wo man auch sagen kann, ja, da könnte man mit Spendengeldern und sowas noch mehr Server finanzieren. Die Schwierigkeit ist da eher, dass, und deswegen haben wir jetzt ja auch einen eigenen Server, dass bei den Root-Servern, die es also so von der Stange gibt und wo man nur im Web irgendwo anklickt und hier und Kreditkartennummer eingeben und schon funktioniert das alles, die gibt es nur bis zu einer gewissen Hardware-Grenze sozusagen. Und da kommen wir im Moment, ist so das Beste, was es so gibt, zu normalen Preisen, 32 GB RAM und irgendwie Quad-Core oder 8-Core-Rechner oder sowas. Und wenn man dann aber was haben will mit SSD-Platten zum Beispiel, da sind ja in dem Bessel sind SSD-Platten drin teilweise, um schneller zu sein und man will wesentlich mehr RAM haben und so weiter, dann kriegt man diese Standarddinger nicht mehr und dann muss man sich was anderes aussuchen. Dann kommt man das Problem, einen eigenen Server zusammenstellen, der hat jetzt, ich weiß nicht, 5.000 Euro oder sowas gekostet, das kriegt man noch hin, aber man kriegt dann den Traffic auch nicht mehr zu den Pauschalpreisen. Bei den ganzen Serveranbietern, bei denen man so einen Server in Rack stellen kann. Und wenn man den Traffic bezahlen muss, das wird richtig teuer. Ja, das ist bei den Root-Servern halt einfach so in so einer Pauschaldings mit drin. Und deswegen ist das so ein bisschen, es gibt da halt so eine Grenze und wir sind eigentlich jenseits dieser Grenze von dem, was so von der Stange gut geht. Ja, ein bezahlter Admin ist natürlich nochmal wesentlich teuer und also wir sind sicher nicht in dem Bereich, wo wir uns einen bezahlten Admin leisten können. Ja, oder vielleicht irgendwie 5% seiner Zeit oder irgend sowas, aber das ist jetzt eigentlich nicht, also ich glaube nicht, dass das im Moment der Schritt ist. Das brauchen wir vielleicht irgendwann mal, ja, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Damit müsste man die Administration praktisch auf eine breitere Basis stellen, auf mehrere Leute verteilen, das nicht an einer Person hängt. Richtig, also es bräuchte mehr Leute, die administrieren und die vor allen Dingen auch koordinieren. Also es geht einerseits, können wir sicher Leute brauchen, die sich mit Linux auskennen und Administrationsaufgaben übernehmen und so weiter. Das ist ganz klar, können wir immer brauchen. Es gibt ja auch noch einen weiteren Server von der Foskis, wo www.openstreetmap.de draufläuft zum Beispiel und der Foskis-Server draufläuft, über den die Anwendung für die Anmeldung für diese Konferenz läuft und all diese Sachen. Auch der ist, ich sag mal, unteradministriert. Auch da könnte man ein bisschen Leute brauchen, die dann noch mithelfen. Was wir aber auch brauchen, ist einfach jemand, der vielleicht auch im Linux sich nicht in allen Details auskennt, aber so ein bisschen Koordinationsaufgaben übernimmt und auch so, ja, so ein bisschen Dokumentation und mal guckt, und was läuft eigentlich auf den Servern drauf. Und das ist so ein bisschen schwierig im Moment, ja, dass keiner so richtig weiß, was läuft da eigentlich und wo ist denn vielleicht noch Platz und sowas. Ja, und der einfach mal die Leute ab und zu mal einen Tritt gibt, dass sie immer ein paar Informationen gibt und dass man das aufbereitet und im Wiki aktualisiert und so. Das ist so, das machen die Leute häufig nicht von selber. Ja. Und dann... Ja, und dann vielleicht halt eben noch eine Softwarelösung, die Prozesse halt eben nacheinander
startet, wenn der eine abgeschlossen ist, dann erst den anderen zu starten, statt vielleicht diesen festen Timeslots. So. Na, vielleicht können wir auch mal hier in den Raum fragen, wer ist denn hier, der prinzipiell Erfahrung hat mit der Administration unter Linux? Doch, so viele. Also ihr kommt alle zu so einem Admin-Talk hier und wisst, okay. Ja, Ressourcen. Okay, nee, aber ich glaube, es ist so, wie Jochen auch sagt, also allein schon die Dokumentation und dieses permanent dranbleiben, das wäre schon wichtig. Ja, die andere Sache, die ja noch also ich habe mir zwei Punkte eben aufgeschrieben. Das eine war, was du eben nanntest, das andere ist halt die Anbindung. Die ist dann wirklich am wichtigsten, würde ich fast sagen, damit dieser super tolle Produktionsserver, den wir jetzt eigentlich haben, überhaupt mal so richtig toll produktiv werden kann, oder? Ja, das, was wir im Moment haben, ist so schlecht, ist schon mal gar nicht. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Also ich habe mehrfach schon mit Leuten geredet, wo irgendwelche Leute, die bei Internetprovidern arbeiten und sowas und sagten, ah, OpenStreetMap ist ja cool und das könnten wir fördern und sowas. Und dann reden die mit mir und dann sage ich, ja, ich will eine 100-Megabit-Anbindung und wir machen sonst so viel Traffic oder sowas, ja, und dann hört man nie wieder was von denen. Also ist leider manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich will jetzt aber wirklich mal ernsthaft in den Raum auch fragen, warum seid ihr eigentlich hier? Was habt ihr euch versprochen von dieser Runde? Sind eure Fragen beantwortet worden oder gibt es vielleicht noch Themen, die jetzt gar nicht angesprochen wurden? Oder habt ihr eh gedacht, wir reden hier über Plüschtiere oder was ganz anderes und seid deswegen gekommen? Da hinten möchte jemand das sagen. Genau. Also mich würde größtenteils die Motivation interessieren, ja. Weshalb praktisch bietet man freie Geodaten überhaupt an? Und das ist wichtig praktisch, wenn man sich praktisch vor Augen hält, weshalb man überhaupt so einen Dev-Server hinstellt. Und vor allen Dingen, wer das Ganze dann auch sponsern soll. Wenn ich mich frage zum Beispiel, wir haben vorhin das Thema Firmen in den Raum geworfen, weshalb sollte sich eine Firma dafür interessieren, zum Beispiel freien Traffic abends, den sie nicht brauchen, aus dem zur Verfügung zu stellen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es viele Firmen gibt, die tatsächlich auf die Idee kommen, einfach aus dem Zoo zu gehen und dann zu sagen, hier, wir haben freien Traffic, wie stellt ihr euch das vor? Würdet ihr uns den abnehmen? Also ich glaube, das ist, vielleicht gibt es das, also ich kann es mir aber nicht vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, es gibt ja also auch eine Anwenderseite, die ist größtenteils Devs versammelt, vielleicht auch einige Leute, die mappen. Also ich mappe hauptsächlich, aber wenn mir irgendwie was in die Quere kommt, dann versuche ich immer auch was zu entwickeln in der Richtung, dass mir das dann eben nicht mehr in der Quere steht. Um nochmal auf diesen Firmenaspekt drauf zuzukommen, also ich kann mir vorstellen, dass es bei Firmen hauptsächlich dann eine Motivation gibt, zu sponsern, wenn sie auch was davon haben. Also ich könnte mir zum Beispiel ziemlich viele Firmen vorstellen, die von Google Maps oder sowas abhängig sind und sich vorstellen, naja, wenn es keine Alternative dazu gibt, dann wird Google eventuell irgendwann mal einen Pay-Service draus machen. Ja, wäre eine Motivation, OpenStreetMap zu sponsoren, da praktisch reinzubuttern. Ein anderer Aspekt ist noch, viele Firmen sind privatwirtschaftlich organisiert, also die arbeiten gewinnorientiert. Wenn ich mich dann zum Beispiel jetzt wenn ich eine Firma habe, würde ich mich natürlich fragen, was habe ich davon, wenn ich jetzt hier 40 bis 200 Euro im Monat abdrücke? Wie gesagt, der eine Aspekt ist natürlich die zur Verfügungstellung von freien Geodaten an sich, ja, dieses freie Projekt mit diesen Geldern zu erhalten, um eben mir da in Weg nicht zu verbauen, falls eben andere kommerzielle Anbieter dann Geld dafür verlangen. Aber wie, also um jetzt praktisch mal auf diesen Punkt zurückzukommen, was dann vielleicht der Gemeinde da helfen würde, ist, wenn man der Firma eben eher vergegenwärtigt, weshalb sie das da tun soll. Ne? Also weshalb, also ich, wie gesagt, es ist halt eine Frage, wie man die unterschiedlichen Vorstellungen zusammenbringt. Und das ist auch aus Anwendersicht halt ein Problem, wenn eben wenn man viele Leute zum Beispiel fragt, weshalb sie eher Google Maps und nicht Osm benutzen, dann sagen sie, naja, weil Google Maps ist halt ein integrierter Dienst. Bei Osm habe ich viele Einzelwebseiten, wo ich viele verschiedene Themen mir sozusagen auf ziemlich vielen verschiedenen Portalen zusammensuchen muss, die ansonsten praktisch integriert sind. Da kommt man in diesen Bereich der Koordination. Wenn bei Osm halt den Fakt,
dass recht viele Leute vereinzelt experimentieren. Also diese Pluralität ist was dieses Projekt meines Erachtens auszeichnet, ist prima. Aber es fehlt dann eben an Koordination praktisch, dass man das nicht sozusagen irgendwo als Mashup dann gebündelt auf einer Webseite findet, sondern da existieren dann halt ziemlich viele Punkte im Netz, wo jemand, der sich rein für die Anwendung interessiert, aber nicht für das Projekt an sich, verloren fühlt. Ja. So, sorry, falls ich da jetzt ein bisschen abgedriftet bin, aber es sind so meine Ansichten dazu. Ja, ich glaube, das passt gerade ganz gut, was ich sagen möchte, weil ich bin zum Beispiel so eine Firma, die hier ist, weil ich möchte nicht Google, sondern OpenStreetMap-Daten nutzen oder ich nutze sie, ich will damit auch Geld verdienen und ich wollte mich einfach informieren zum Beispiel, wie man was zurückgeben kann. Denn das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und ich habe zum Beispiel einen Webserver im Augenblick und einen Root-Server im Augenblick, der sicher nicht ausgelastet ist. Aber ich werde da einen Teufel tun und irgendwem Root-Rechte drauf geben. Deswegen würde ich jetzt ganz gern einen von euch ansprechen, dass man da vielleicht mal konkret drüber reden könnte, ob das jetzt auf Dauer ist, bis meiner dann mit meinen Aufgaben ausgelastet ist, dass es eine temporäre Geschichte ist oder wie das eh ausgehen kann. Da würde ich jetzt ganz gerne drüber reden, denn ich würde gerne auch was zurückgeben. Dankeschön erstmal. Das ist eine super, ja, kommen wir drauf zurück. Das ist auch, glaube ich, den Applaus jetzt wirklich wert. Ich denke, dass es gerade dann interessant ist, wenn diese Entwicklungstools langsam in Richtung Produktivität gehen. Also wir haben vorhin den Einwand gehört, so Garmin-Karten, der Prozess läuft. Der läuft und läuft und läuft halt jeden Tag. Man braucht dafür extrem viel Ressourcen. Das ist eigentlich keine Entwicklung mehr. Das heißt, das ist was, wo man sagen kann, okay, wenn wir das vom Dev-Server wegtun und woanders hin tun kann, wo ich eben die Kapazitäten habe, und dann läuft halt immer derselbe Prozess, das ist irgendwie 1, 2, 3 Ansprechpartner, die das halt machen. Ich denke, das ist was, wo man vielleicht tendenziell dem Dev-Server einen guten Gefallen tun kann, weil der hat dann einfach wieder Kapazitäten frei, ohne dass direkt volle Root-Rechte für irgendwen und alle Geschichten freigegeben werden. Also ich glaube, das ist was, wo man eher drüber reden kann, dann einzelne fertige oder fast fertige Tools quasi vom Dev-Server wegzuziehen. Und da kommt dann auch das Interesse für die Firmen wieder ins Spiel, wenn die halt sagen, okay, wir haben irgendwie unsere Fernfahrer da draußen, die fahren halt ihre Routen und mit den OpenStreetMap-Garmin-Karten sind sie irgendwie 5% schneller. Aber die kommen ja nur einmal pro Woche, das ist uns nicht aktuell genug. So, dann nehmen wir diesen Dienst und nehmen aber die Ergebnisse vielleicht dann auch gleich mit für unseren Zweck und haben außerdem noch ein gutes Gewissen. Aber einfach zu sagen, okay, wir nutzen diese Dienste und es wäre doch toll, wenn wir sie auch selber kontrollieren, also nicht kontrollieren können, aber wenn wir selber sicher sein können, dass sie auch nächsten Monat noch laufen. Und das ist, glaube ich, eine Motivation, wo eine Firma sich darauf stützen kann. Ich finde, es ist auch wichtig, es klang vorhin irgendwie an, so nach dem Motto, die Firma will ja auch was haben für ihr Geld. Das können wir nicht befriedigen. Wir können, das, was wir der Firma bieten können, ist, wir können sagen, wir drucken euer Logo irgendwie hin und wir sagen, wir danken unserem Sponsor. Eine Firma, die sich ausrechnet, dass sie eine handfeste Leistung mit einer Art Service Level Agreement bekommt. Das können wir nicht machen, das wollen wir auch gar nicht. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in Interessenkonflikte kommen. Weil zum Beispiel wir als Mapper, wir als Projekt, wir wollen ja die Realität abbilden. Und wenn da irgendwo irgendwie wir der Ansicht sind, irgendeine Straße muss jetzt gelöscht werden, weil die ist irgendwie die ist falsch eingezeichnet oder sonst irgendwas, dann wollen wir diese Straße löschen, auch wenn unser Sponsor zufällig da gerade sein Firmengebäude an dieser Straße hat und sich dann aufregt. Ja? Da habe ich mich vielleicht sprachlich ein bisschen falsch ausgedrückt. Also die Idee ist nicht praktisch, dass an der Stelle ein Vertrag zwischen der Firma und der Mapper-Gemeinde besteht. So meinte ich das nicht. Ich meinte halt nur, wenn eine Firma kontinuierlich zum Beispiel über Jahre, über 2, 3 Jahre 40 bis 200 Euro abdrückt, dann möchte die also einfach nur Bewegung sehen. Es geht nicht darum, dass sie dann konkrete Interessen einfordert. Sie ist passiver Teilnehmer an der Stelle, die Firma, ja, an dem Projekt. Sie ist passiver Teilnehmer, indem sie sozusagen aktiv nichts tut, aber das Projekt letzten Endes in Teilen finanziert. Und damit man das letzten Endes nicht verliert, geht es im Prinzip nur darum, dass irgendwie eine Bewegung, vielleicht sogar eine Richtung erkennbar ist. Ne? Weil sie ansonsten vielleicht dann eben andere Projekte irgendwann mal präferiert und sozusagen, also andere freie Projekte unterstützt und nicht mehr die aus dem Schiene. Aber speziell bei Garmin, da ist mir noch eine Sache vorhin eingefallen, die ich da gerne loswerden würde. Also, das Projekt stellt freie Garmin-Karten her, ja, aber die Geräte sind mitnichten frei verfügbar. Man muss sich da schon mal fragen, wenn man das mittlerweile auf einem produktiven Level hat, wo jeder das einsetzt, auch kommerzielle Fernfahrer oder was weiß ich nicht, ob man nicht mal auf Garmin zugeht und fragt, stellt uns doch mal die Rechenkapazitäten zur Verfügung, die da täglich verbraucht werden, um die Karten herzurechnen. Ne?
Das ist jetzt auch ein sehr interessantes Thema, aber es führt uns natürlich schon ein ganzes Stück weit weg von dem Dev-Server-Thema. Und die Zeit ist außerdem abgelaufen. Das heißt, wenn es jetzt nicht noch ganz pressierende Wortmeldungen gibt, dann würde ich sagen, Social Event um 18.30 Uhr. Jetzt ist es wahrscheinlich 18.20 Uhr oder sowas. Ja. Und es gibt noch eine Sache. Es reicht also gerade noch so, um rüber zu laufen und dann gibt es schon Bier. Ganz kurz noch von mir organisatorische Sache. Lightning Talks müsst ihr jetzt nicht sofort sagen, aber morgen der erste Lightning Talks Slot.